Schockwaffe mit heftigen Auswirkungen. Idee. Hallo, ich bräuchte mal schnell deine Hilfe. Ich habe Corona, ich kann leider nicht zu deiner Party kommen. Ich habe aber erfahren, es gibt ein Medikament in der Sächsischen Schweiz bei einem Institut, die haben aber krasse Probleme, weil es keiner kaufen will. Ich muss jetzt dadurch 3.000 Euro auftreiben. Ingress. I am from to Indonesia. I know bahasa Inggris. I yes Indonesia. Embuh tardi. Sie haben aber nur 4 Packungen insgesamt.
kannst du mir schnell Geld leihen. Wie jetzt? 30.000 Euro oder was? Ja, schon, das ist echt viel was. Ja, schon. Du hast also keine 30.000 Euro. Ich versuche noch mal woanders, ich wollte dir nur schnell fragen, ob du mir helfen könntest. Ich versuche es noch woanders. Wollte ich aber nur fragen, ob du mir helfen könntest. Ja, ich verstehe dich ja. Und das ist mir gerade eingefallen, ich könnte dir eine Organisation zeigen, die aus Organhandel mega viel Geld macht. Und man kann dorthin gehen, auch wenn man Hunger hat. Und die kaufen und verkaufen Organe. Hey, was machst du denn jetzt mit den Organen? Brauchst du etwa kein Geld? Oder willst du kein Stipendium à la dicke Hose haben? Ja, schon. Das ist echt viel was. Du hast also keine 30.000 Euro. Ich versuch noch mal woanders, dort dir ein schnell fragen, ob du mir helfen könntest. Also, ich kann dich doch nicht schon immer wieder so erinnern. Ach, es nützt nichts. Ich hab dir doch gesagt, dass ich leider auf einer Rutschbahn nach unten unterwegs bin und leider kein Geld dir geben kann. Ich habe keine Lust, dieses Konsummonster zu sein, der dich beschenkt und dir Geld schenkt. Es ist nicht meine Tradition. Sorry, I can't speak English. I'm sorry. I can't speak English. Beep.